Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja Leute, ihr seht es richtig, der Pointex lebt noch. Ja Leute, ich muss euch kurz erklären, warum wieder keine Videos kamen. Wie ihr wisst, das neue Jahr hat begonnen. Es war jetzt die letzten 3 Wochen war Highlife sozusagen. Es war Weihnachten, es war Silvester und es war die erste Woche im neuen Jahr. Und ich habe euch ein paar Sachen zu erklären, warum jetzt keine Videos kamen. Also, Punkt 1 an Weihnachten war ich bei meiner Freundin und ihrer Familie, habe ich Weihnachten mit denen zusammen gefeiert, deswegen kamen da keine Videos, da habe ich die Kamera auch lieber weggelassen, weil ich weiß nicht, ist eher so privates Weihnachtsfest, da wollte ich jetzt keinen Vlog oder so aufnehmen, wie wir Weihnachten feiern. So Leute, dann an Silvester, da war meine Freundin bei mir und hat mit meiner Familie sozusagen Silvester gefeiert. Ja, manche nennen es feiern, manche chillen mit der Familie oder manche chillen auch ganz alleine, jedem das seine. Oh, Rhyme. Ne, auf jeden Fall, waren wir da bei mir, da hatte ich auch nicht wirklich Lust, die Kamera auszupacken und wieder zu drehen. Und die erste Woche im neuen Jahr, da hatten wir den coolen Trip, meine Freundin und ich. Wir waren in Essen, sind mit dem Zug nach Essen gefahren. Eigentlich wollte ich da einen schönen Vlog aufnehmen für euch und euch ein paar schöne Szenen zusammenschneiden von der Reise nach Essen und was wir da unternommen haben. Aber natürlich hat mein Handy wieder Faxen gemacht und hat das Videomaterial gelöscht. Natürlich sehr toll, da konnte ich natürlich den Vlog nicht hochladen. Das wäre dann letzte Woche am Samstag wäre dann der Vlog rausgekommen. Jetzt kommt natürlich erst jetzt ein Video, am Dienstag ist ein bisschen blöd gelaufen. Naja, auf jeden Fall Leute, waren wir da, weil er uns zu seinem 18. Geburtstag eingeladen hat. Und weil meine Freundin und ich spontane Menschen sind, sind wir dann einfach mal gediegen nach Essen gefahren. Warum auch nicht, warum soll man seinem Kumpel keine Freude bereiten? Auf jeden Fall haben wir dann gechillt, er hat seinen Geburtstag in der Shisha-Bar gefeiert, haben ein bisschen Pfeife geraucht, haben ein bisschen gechillt, hier und da auch mal was getrunken. Und ja Leute, und jetzt kommen wir zum Video. Es kommt wieder ein Gaming-Video, es werden manche sagen, scheiß Gaming, manche feiern Gaming, manche feiern die Real-Life-Videos. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, Real-Life-Videos werden kommen, wenn ich Zeit habe, wenn meine Kollegen Zeit haben, wenn das alles funktioniert, weil ihr wisst ja, manchmal hat er Zeit, dann habe ich keine Zeit und umgekehrt. Und ich möchte halt wirklich gute Videos bringen und nicht einfach so hingerotzte Videos. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Auf jeden Fall gibt es heute ein COD-Video. Ich habe mich ein bisschen von Marcel Scorpion inspirieren lassen. Der hat irgendwie so eine Serie gestartet von wegen, wieso spielt keiner die Waffe so. Und dann habe ich mir einfach mal die M8 gepackt, habe das Visier einfach mal unten gelassen. Ja Leute, das Visier unten gelassen bei der M8, das ist eine neue Erfindung, Leute. Ich habe wirklich vielleicht noch nur ganz, ganz selten mindestens 2 Leute gesehen, die in einer Online-Lobby ohne Reflex- oder LV-Visier gespielt haben. Ja, Leute, das ist, probiert das mal aus, ohne Scheiß. Ihr habt richtig heftiges Aim mit der M8 ohne Reflex. Ich weiß, es ist irgendwie so ein Mythos oder so ein Muss, dass man einen Reflex oder einen LV draufpacken muss. Aber es ist nicht so. Auf jeden Fall habe ich diese Nuklear live erspielt in einer 6-Mann-Party. Wundert euch nicht, Leute, am Anfang ist die Soundqualität und die Sprachqualität bei einem von den Leuten, mit denen ich gezockt habe, ein bisschen komisch. Der hat so eine Roboterstimme, so eine verzerrte Stimme. Und der ist auch etwas kleiner, also regt euch da bitte nicht auf. Er flucht auch manchmal und schreit ein bisschen rum. Kann man jetzt nicht vermeiden, Leute. Ich habe die Nuklear erspielt. Habe gedacht, das passt eigentlich ganz gut zu dem Thema, wieso spielt die Waffe niemand so. Und eine Nuklear ist eigentlich auch ganz gediegen. Ich würde sagen, gönnt euch das Video, zieht euch bitte bis zum Ende rein, Leute. Lasst ein Abo da auf meinem Channel. Wie gesagt, bei 100 Abonnenten verlose ich einen SCUF-Controller. Per Zufall, also Zufallsgenerator. Und genau, Leute, lasst ein Like da, schreibt mir Kommentare, was ich verbessern kann und so weiter. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao! Also diese Lobby ist die heftigste, die ich je gesehen habe, Mann. Und wir, da wir sind eine 6-Mann-Party, ne? Da wir sind eine 6-Mann-Party. Die ist echt heftig. Die ist echt heftig. Ich spiele M8 ohne Visier. Ja. Wer spielt auch ohne Visier? Ich spiele ohne Visier. Ja, ich auch gerade. Ich auch. Was? Ja, ich höre nichts. Was denn? Die heißt Captain Quantic 8. Oh, er ist One-Shot, ich bin auch so One-Shot. Oh mein Gott! Die stehen zu dritt auf einem Haufen und ficken mich. Die M.
to me like you still making music, man. Was? Ask them kind of questions, shouldn't even shake. Atzenkeule. Thought you were the homie, still don't know me. Erik, was mit diesen? Die sind so gut. Alter Schwede. Ich will einfach. Hat er. Der schwitzt! Der schwitzt! Ich bin 0 zu 2. Ey, dieser Sniper! Holy shit, Abuel! Junge, dieser Sniper hat mich gerade absolut annihilated. Absolut, Alter. Absolutely. Ey, wir müssen gerade schwitzen. Wie war der M8 oder der M8? Ey, weißt du, wie war der M8 mit Edelsteintarnung? Ja, Alter, Digga, was ist das für ein Bastard, der Atzenkeule, Mann? Er übertreibt richtig mit seiner Vespa. Ey, wir sind hart. Wir sind aus Maul, Alter. Die schwitzen mir. Ich stehe 1 zu 3. Y'all ain't been about the dream, even back in high school. Y'all were really bad at the team. Those who work, you know I know, and your support means everything. About to prove, come from anywhere and become anything. That you can take whatever you love and make it happen. Sie haben mich wieder flashed. We made it everything. You know it's because I wear my word like a wedding ring. Sticking to my dream. Die M8 oder die Seele der Scheiße. Manowar geht voll. Ich finde Manowar geht voll. Conversations with the greatest. Can't wait to say I made it. Shout to those who say I helped them get through hard times. You my favorite. Ey, von Hitte. Bester bei B. Wer ich, Joachim? Ich lecke! Ich krieg doch so ey, ich hab. Ich bin vor, ja, ich hab jetzt auch Hater für nächste. Boah, blockier mich nicht, ah! Jetzt kommt Annihilator, Jungs. Erik, ich hab's gesehen. Oh mein Gott, er hat mich geblendet, Atzenkeule, hat's nicht hinbekommen, mich zu töten. Was? Er hat so recht! Atzenkeule, du bist so ein Wichskind! Du bist so ein Wichskind und deine Mutter findet so nach Gülle, du Fettsack! Junge, ich war auf Streak! Hab Annie later! Was ist? Er war einfach hinter mir einfach. Er war einfach. Er war zwei vor oder drei vor Hater! Okay, ich bin 15er. Mann, hör doch auf, du Kne. Wichser! Was ist wohl? Ja, danke schön, dass du das nur für mich Genetik einsetzt, du Wichser. Nur ich snipe jetzt auch, ne? Jochen hat gerade die Snipe aufgehoben. Willst du mich gerade verarschen? Ich sag gerade, ich snipe auch mal. Atzenkeule hat das Spiel verlassen, Junge, der Wichser. Sonst von 23 oder so. Lass mal wieder Spawnflip rein. Lass mal kurz Kills, Jungs, von 23 oder so. Ja, Leute, komm mit. Ja, lass mal wieder. Okay, Jungs, 5 noch. Lass mir die genau, 5 Kills noch holen. Jungs, hör mal auf. Ja, lass mir die restlichen voll. Okay, ich hab Nuklear, danke Jungs. Halt, oh, was? Er schlug 2 Bürs!
Hast du ihn gesehen? Ja, ich hab Nuklear. Danke. Er hat einfach zwei Bursts geschluckt, der dumme Hund, Alter. Ja. Like